Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Familie Drew. Und Moon ist hier gerade schon fleißig dabei zu reparieren. Es ist gerade nachts, deswegen ist sie die Einzige, die wach ist. Und hier sind noch mehr Dinge, die repariert werden müssen. We stand. Wieso gehen die eigentlich immer so schnell kaputt? Ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so wäre. Ich habe mir gedacht, dass wir heute noch nicht so weit spielen, dass die Kids Geburtstag haben. Beziehungsweise, wenn wir so weit kommen, dass ich die Umstylings erst im nächsten Part machen werde. Weil sonst, ja, wären die halt wirklich nur ein Part Kleinkinder gewesen. Und das finde ich dann doch ein bisschen sehr kurz. Und so sind es dann zumindest zwei Parts, ja? Also, crazy, oder? Natürlich kommt es auch darauf an, was wir hier gerade so alles tun müssen in unserem Leben wieder. Aber an sich sollte das so mit meinem Plan hinhauen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Buch wir waren, deswegen lasse ich sie jetzt einfach mal das letzte Buch lesen. Sollte auch grundsätzlich egal sein, aber I don't know. Während sie hier nochmal ein paar Tierchen fängt, werden wir jetzt heute auch schon wieder drehen. Wir sind heute dran mit der Nummer 30. Geh in einen Nachtclub feiern. Das können wir auf jeden Fall heute Abend tun. Zwar mitten in der Woche, aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Oh, Anwaltsprüfung ablegen? Interesting. Das müssen wir auf jeden Fall dann irgendwie mal versuchen. Aber ja, wir haben ja auch noch andere Sachen, die wir hier tun müssen. Deswegen schauen wir einfach mal, wann wir die Zeit dazu finden. Sie hat echt nicht so viel Glück beim Angeln hier, ne? Kann aber natürlich auch in unserem eigenen Teich liegen. I don't know. Er kann jetzt blitzblank als Zauber benutzen und er ist jetzt Neuling geworden. Ich glaube, er ist dreckig, oder? Irgendwie sieht das nicht ganz sauber aus. Wir sollten ihn vielleicht mal baden. Ich glaube, hier kommt aus beiden gleichzeitig Musik raus, oder? Könnte ich ja nicht haben. Dann kann er ja mal über seine Todesängste reden. Vielleicht hilft das ja mal ein bisschen. Und da er hier gerade eigentlich ziemlich zufrieden aussieht, können wir ja nochmal uns das Leben wünschen. Dann haben wir es für heute nämlich auch schon mal hinter uns. Früher oder später wird das bestimmt funktionieren. Hoffentlich. Warum hat der ein Quietscheentchen? Egal. Es ist, verängstigt? Ach, weil es dunkel ist draußen. Wunsch nicht gewährt. Okay, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon. Richtig blöd. Oh, er hat jetzt ja ganz andere Arbeitszeiten. Oh. So, und du gehst dann bitte deine Tochter baden, weil die stinkt. Dein Sohn auch, aber deine Tochter war zuerst wach. So, jetzt muss noch dein Sohn gebadet werden. Sie ist happy. Süß. So, und er kann auf jeden Fall ein bisschen seine Logikfähigkeit erhöhen. Das ist dann ja gut für seinen Job. Ich lasse die jetzt einfach mal hier und da so ein paar Sachen angucken und fragen, was ist das? Damit die halt so ein bisschen ihre Fähigkeiten hochbekommen, weil ich finde es halt schön, wenn die so ein bisschen die Fähigkeiten halt hoch haben. Es gibt denen ja auch einen besseren Start ins Kindesalter. Die gehen aber jetzt wieder zur Tagespflege. OMG, wieso ist er noch hier? Hallo? Er ist offiziell in der Tagespflege. Excuse me. So, da ist Moon auch schon wieder zurück. Sie haben ein Baby adoptiert. Sie ist aber schon mittlerweile schon eine alte Frau. Ich weiß ja nicht, ob das so schlau ist. Also sie spielt einmal mit beiden ihrer Kinder und dann werden wir uns auf den Weg machen, in einen Nachtclub zu gehen. Auf geht die wilde Fahrt. Moonlight Club. Also das ist ja wohl der einzige Club, bei dem wir hingehen können, Allah. Oh, die Hälfte hasst uns. Warum eigentlich? Ich habe mal ein paar Freunde eingeladen aus der Highschool. Das ist dann so ein bisschen so ein Treffen, eine Zeit lang nach dem Abschluss, dies, das. Hier waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Kann sie sich dann bitte wenigstens Partyklamotten anziehen? Auch wenn die anderen das nicht machen, wir machen's. Because, wow, girl, you're so hot. Mucke fehlt hier irgendwie, ne? Wie wär's damit? Wir können auch einen Typen einstellen, ist kein Problem. Ich rufe einen an. Oh, Molly ist schwanger, oder? Weil, oh Gott. Yeah, Mucke, komm, wir tanzen zusammen. Das brauchen wir jetzt. Screenshots müssen sein. Level 3er Tanzfähigkeit, hör mal. Makelloser Ruf, na toll. Jericho ist zu Hause. Oh, jetzt hat sie das hier bekommen. Diese Tanzmatte, aber die verkaufen wir. Brauche ich nicht. Vor allem diese halbnackte Frau hier. I love it. OMG, sie mag tanzen ja gar nicht. Ich bin doch auch schlau, ey. Ich so, warum geht denn ihr Spaßbedürfnis runter? Aber sie hasst tanzen. Guck mal, sie kann sich ein Plasma-Jane gönnen. Könnt mir nicht sagen, dass sie nicht ein wunderhübscher Sim ist. Look at her. Wow. Ja, dann kann sie aber auch langsam nach Hause gehen. Es ist 0 Uhr. Wir gehen. Warum sind alle wach? Ihr könnt nicht jetzt mitten in der Nacht wach sein, Kinas. Ich cheate denen einfach das Bedürfnis runter. Weil ich finde es unrealistisch, dass sie um die Uhrzeit hellwach sind. Sie kann sich aber dann natürlich nochmal hier so um den Wuffi kümmern. Und wir gucken schon mal, was wir heute so vorhaben.
26. Warum sind wir zurzeit immer hier? Betrüge deinen Partner. Excuse me. Heute ist der Geburtstag eurer Kinder. Can you not? Ja, dann müssen wir es eigentlich mit Moon machen, weil Jericho hat so wenig soziale Kontakte. Und mit Moon ist das dann einfacher. Betrügen heißt dann nicht miteinander schlafen. Also es reicht ja, wenn wir denen dann einmal knutschen oder so. Weil ich möchte jetzt nicht das Risiko eingehen, dass wir auch noch irgendwie ein Kind von irgendwem Fremdes bekommen. Jetzt halt die Frage, wen nimmt man? Ich lasse sie auf jeden Fall heute einen Tag frei nehmen. Warum passiert hier immer sowas Blödes, ey? Aber geil, ich habe es ja in das Dokument geschrieben und dann muss es halt so sein, hä? Huh? Aber können wir nicht einmal Happy Family haben? Ohne Witz, ey. Ich weiß, dass die Kiddies Geburtstag haben. Aber ich habe auch noch andere Dinge zu erledigen hier. Die kümmern sich jetzt mal im Moment um ihre Fähigkeiten, weil die sind ja beide, möchten ja weiter in ihren Jobs kommen. TV-Staffelpremiere, hä? Huh? Er kann auch mal versuchen, sich Leben zu wünschen. Obwohl, wir können ja erstmal eine Gabe bringen diesmal. Wir geben eine Gabe von 1000 und wünschen uns dann nochmal das Leben. Manchmal muss man sich ja hier auch die Sachen ein bisschen mehr herbei wünschen. Also er findet es auf jeden Fall gut. Und... oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Es hat geklappt. Zwei Arme, check. Zwei Beine, check. Kann nicht durch Wände gehen, check. Jericho ist nicht nur zu den Lebenden zurückgekehrt, sondern hat zudem einen Pakt mit dem Sensenmann geschlossen, der ihm sofortige Wiederbelebung im Falle eines unerwarteten Ablebens garantiert hat. Der Jericho jetzt weiß, dass er ein langst erfülltes Leben vor sich hat und nur aufgrund von Altersschwäche den Löffel abgeben kann, kann er jetzt wieder ruhig schlafen. Oh mein Gott. Toll, und wir betrügen ihn jetzt erstmal. Oh Mann, oh. Er ist wieder unter den Lebenden. I can't believe it. No, I love you. Hat er sich schon wieder eingekackt? Alter, warum? Ihr habt hier ein Töpfchen, Leute. Das dürft ihr benutzen. Ich glaube, dass wir den Fähigkeiten irgendwie auf Level 3 alle bringen oder so. Ich glaube, das wird nichts. So gern ich das auch hätte. Ich bin so froh, dass er jetzt wieder ein Mensch ist. Oh, es tut mir so, so leid, dass wir jetzt halt so schlimme Dinge schon wieder tun müssen mit Betrügen und so, aber... vielleicht findet er es ja nie raus. Ich meine, letztes Mal haben wir es ja gestanden, ne? Vielleicht sollten wir es diesmal einfach nicht gestehen, auch wenn es richtig asozial ist. Aber ich möchte nicht schon wieder eine Beziehung kaputt machen. Ach, ihr seid so süß, ne? Ich lieb's. Family Gameplay und so. Ich brauche erstmal neues Essen für die Kiddies. Zuerst zur Arbeit. Sie hat das einfach kaputt gemacht. Why? Und sie hat sich eingekackt. Warum? Ich weiß, dass sie hungrig ist. Ich mache doch schon Essen hier. Schlechte Qualität. Schade. Naja, besser als nichts, oder? Wen lade ich denn jetzt ein? Weil ich will eigentlich nichts mit meinen Freunden kaputt machen. Guck mal, diese Anita. Ich weiß nicht, warum wir die kennen, aber wir können ja das einfach mit der machen. Weil ich sonst nicht wüsste, mit wem. So, da ist sie ja schon. Dann bitten wir sie hier rein. Ich will das jetzt nicht unbedingt tun eigentlich. Aber ja, wir machen natürlich ein Kompliment über ihr Aussehen. Sie hasst die Obstschale in meiner Küche. Toll. Und flirten wir sie einfach mal an. Sie geht halt voll drauf ein, ne? Anmachspruch. Ich meine, ich fände Moon auch sehr toll, aber... wenn die jetzt nicht in der Beziehung wäre, dann wäre das viel schöner hier. Wir machen nur bis zum ersten Kuss und dann höre ich auf, weil mehr will ich nicht. Das ist schon genug Betrügen hier. Ich will das hier nicht. Guck mal, ich kann den ersten Kuss erleben. Wir versuchen es einfach mal. Ich will das nicht. Bäh. So, das war's. Sie kann jetzt gehen. Oh, seid ihr denn schon wieder am Schlafen, Leute? Ich dachte, es wird hier so eine Happy Family Folge. Na toll. Irgendwie wurde da jetzt nicht so viel raus. Während die kleine Maus jetzt noch gebadet wird im Hintergrund, beende ich aber jetzt dann hier schon den Part, sodass wir eben im nächsten Part den Geburtstag noch feiern können, dann direkt zu Anfang. Ich bin schon super gespannt, weil so im Kindesalter sieht man ja so zum ersten Mal, wie die Sims ungefähr aussehen könnten, wenn sie dann erwachsen sind. Also weil die ganzen Merkmale dann ja schon mehr ausgeprägt sind als bei Kleinkindern. Und das finde ich immer super, super, super spannend. Und wir schauen einfach mal, was wir so aus den Kiddies raus machen. Ob wir denen schon in irgendeiner Form einen Charakter geben können oder so. Vielleicht randomize ich dann auch die Vorlieben, um dann daraus ein bisschen mehr lesen zu können. Oder vielleicht habt ihr auch Ideen, was man halt mit den Zwillingen machen könnte. Dann wäre ich auch sehr dankbar, wenn ihr mir da was schreiben könntet. Oh mein Gott, hier stirbt einfach gerade random ein Fuchs. Oh mein Gott. Diese Folge ist einfach nur absolut wild. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass wir jetzt einfach gehen sollten. Ja, nächster Part wird hoffentlich ganz anders und viel besser und toller und
Mit weniger Tragödien. Ich meine, immerhin ist Jericho jetzt wieder ein Mensch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv. Und darauf werden wir auf jeden Fall aufbauen. Weil ich hatte mir nämlich schon die ganze Zeit was überlegt, was wir machen, wenn Jericho wieder ein Mensch ist. Kann man sich wahrscheinlich auch ungefähr denken, was ich da vorhabe. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!